Na, jetzt kaputt. Kick mal, meine zweite Premium-Box von Trendrider ist angekommen. Ich habe euch ja gesagt, die Premium-Box kriegt jeder. Ich packe euch den Link hin zu Trendrider und dann kriegt ihr noch einen 10% Rabattcode. Und wenn ihr da bestellt habt und habt Freunde und sagt, wenn ihr so eine Box haben willst, kannst du denen auch den 10% Rabattcode geben. Und wenn drei Leute bestellt haben, kriegst du eine Premium-Box im Wert von 170 Euro. Das ist jetzt meine zweite. Ich hatte schon Angst, dass da genau das gleiche drin ist wie in der ersten, aber nö, ist es nicht. Die Trendrider-Box, die kommt einmal im Monat, immer zum ersten. Sind schöne Produkte drin. Ich habe ein Jahresabo. Ich bezahle 29 Euro für meine Box, aber das ist doch immer wert, ehrlich. So, meine Box hat wieder mal Stefan gepackt. Ich glaube, Stefan mobbt mich. Bin mir ganz sicher, Stefan, du mobbst mich. Ich zeige euch auch gleich warum. Der hat schon ganz oft meine Boxen gepackt. Und immer denn ist sowas drin. So, als erstes haben wir mal drin von Demeter Zitronenbasilikum Biosaaten. So, das finde ich mal gut. Hab ja einen Jatten. Kommt bei mir gut an. Dann ist da mal so ein kleiner Schreibblock drin. Ist auch immer gut. Hat hier mal gleich in der Küche zu liegen, wenn ich auch was aufschreiben muss. Denn war eine Tasche drin. Krimskrams. Finde ich mal ganz niedlich. Kannst du immer für unterwegs brauchen. Finde ich total cool. Nachhaltige Textilien zum Personalisieren. Das ist schön. Ja, dann war hier was. Stefan. Stefan, hast du dein T-Shirt darin gepackt oder was? Aber ich habe mir so überlegt, ich kann das als Nachthemd anziehen, als Schlafshirt. Ist in der XL. Ja, das geht mir da unten bis zum Oberschenkel, Überoberschenkel. Aber ist ja kein Thema. Drück mir selbst noch so ein kleines Teilchen darauf machen. Habe ich mir doch bei Temu bestellt, ihr habt diese schönen Aufbügler. Und dann halt ein schönes Baumwollshirt zum Schlafen. Alles gut. NXL. So, dann ist dieser Duftanhänger da drin. Kannst du im Auto machen. Ist von Berlin. Berlin steht drauf. Ja. Mach ich. Dann hast du solche Twisterstäbe, die kannte ich schon. Die machst du in den Abfluss, schiebst sie ganz weit drin und dann drehst du. Und alles, was sich da so angesammelt hat, das holst du raus. Aber das muss ja auch gemacht werden. Ist ganz cool. Und danach kannst du im Bioabfall entsorgen, Tatsache. Schöne Sache. Und dann ist, das hatte ich auch schon mal, von Zwergenwiese eine Marmelade. Ohne Stücken, ohne Kerne, neu im Sortiment. Ohne Zucker wäre mir natürlich noch schöner, aber ist mit Rübenzucker gemacht. Jo. Ist ja, ich finde immer schön, wenn du auf die Zutatenliste kickst und da steht kaum was drin, weil je mehr drin ist, desto mehr Schrott ist da auch drin. Also von daher, wenn da bloß immer so zwei, drei Zutaten, was soll auch in der Erdbeermarmelade sonst noch reinkommen. Schmeckt sehr gut. Feine Erdbeermarmelade. Ja, das Zeug, weiß ich nicht, muss ich wieder an irgendjemand verschenken. Das ist ein Cappuccino, ein Veganer. Ein Espresso Haferdrinkmix. Wenn du was mag. In meinem Fall ist es nicht. Dann waren mal wieder diese Frauentropfen drin. Die waren beim letzten Mal auch mit bei. Frauenstark. Da ist dann drin Hanf, Aromaextrakt, MCT, Hanfsamenöl, Vitamin D3, Ingwerextrakt. Ist nicht schlecht für den Körper. Das hole ich auch ab und zu mal. Das ist Rabenhorst, immunstark. Ein Drink. Dann ja, gelatinefreie Kaubonbon. So was esse ich nicht. Das ist Zucker pur. Oh ne, ich bin im Studio. Da findet sich wieder jemand. So, pass auf, Stefan. Da packt da schon eine Schokolade drin. Und dann ist da schon wieder eine Haselnussschokolade drin. Mann, ich bin Haselnussallergiker. Immer packt der mir Haselnuss drin. Es gibt ganz viele Sorten davon. Ich krieg Haselnuss. Ja, Stefan, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander reden. Ja, was das ist, kann ich euch nie sagen. Da waren hier zwei so eine Pömpel drin. Vielleicht weiß jemand, für was die sind. Das werden ja keine Blumentöpfe sein. Also, das glaube ich ja wohl nicht so. Was würde ich gerne in die Erde bringen? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es echt nicht. Steht ja auch nicht zu. Keine Ahnung. Dann war ein von Very Face. Einer natürlichen und nachhaltigen
Lippenstift. Ich hatte schon Panik, diese Farbe, das ist, ich wollte gerade sagen, bisschen spacig, aber nee, ist ein Nude-Ton. Finde ich gut. Dann ist eine reichhaltige Creme drin. Die hatte ich auch schon mal drin. Die SOS, die ist wirklich sehr schön. Kostet auch genug. Darum kommt die Box auch auf 170 Euro. Dann war drin Liebe die Natur, eine Bodylotion. Riechen. Warte mal, riecht wie irgendwas verjammelt. Ein bisschen so nach vergorenen Obst. Richtig wie ein Obstsalat, ist auch real. So, dann war das von Louis Widmer. Das ist immer gut. Sonnenschutz. Irgendwann wird der Sommer wieder kommen. Glaubt es mir. Bin mir ganz sicher. Dann ist hier drinne, das ist ein Hyaluron-Serum. Ja. Dann ist ein von Kia Charlotta ein veganer Nagellack drinne. Dann haben wir drinne eine Zahnbürste. Eine plastikfreie Zahnbürste. Dann war drin, das mag ich total gerne. Und da ist meine Packung schon alle und das ist wirklich schweineteuer. Von Pur. Das ist ein Scrub für unter der Achseln. Manchmal neigen ja einige dazu, damit die so ein bisschen sich hier verfärbt. Und wenn du das nimmst, das ist total klasse. Das ist total klasse. Warum liegt mir immer meine Achseln? Ja, hier verweigere ich mich, das Shampoo zu nennen. Für mich ist das eine Seife, aber ja. Ja. Ist ein festes Shampoo. Die habe ich letztens erst drauf gehabt. Die ist total cool. Eine rosa Heilerdemaske. Die ist wirklich schön für die Gesichter. Also die halt letztens erst. Freut mich, dass die wieder mit drin ist. Kannst du immer brauchen. Und dann ist eine vegane Zahncreme drin. Außerdem besteht die aus Gras, Kuhfladen. Ja. Vegan und weiß ich was. Aber Plaste und sonst, das ist euch so ideal. Noch fünfmal verpackt. Riecht mein Mann. Halt die Zähne mit. Nicht so stark, wie es irgendwie Eukalyptus oder sonst ist. Kriegt morgens nicht hin. Kriege ich mal nachmittags mehr hin. So, und dann war hier nur nachhaltiger Schmuck drin gewesen. Ich erwarte jetzt hier, was ist da jetzt drin? Eine Papierperle oder so? Bestimmt. Schicken wir mal. Wie gesagt, sonst ist der Boxeninhalt immer sehr schön ausgewogen. Da ist immer ein bisschen von Lebensmitteln drin, meistens gesunde Lebensmittel. Kosmetik ist mit drin, Accessoires sind mit drin. Das finde ich ganz cool. Hä? Da ist ein Ring drin. Merk mal auf den Finger. Tattoo. Warum ist das nachhaltig? Alexascha steht da. Für Individualisten. Sag mal, ihr wisst schon, was ich meine. Nachhaltiger Schmuck. Könnte auch was drauf stehen. Ich möchte ja gerne wissen, warum der nachhaltig ist, wa? Hier steht natürlich nicht. Besuch uns online, wegmachen auf Facebook. Um dann rauszufinden, warum der nachhaltig ist. Ist ganz leicht. Bestimmt auch ein Modeschmuck. Aber was soll's? Ich werde mir mal die Seite anklicken. Dann weiß ich, warum das nachhaltig ist. Den Link zu Trendreiter setze ich euch drin. 10% Rabattcode hoch. Wie gesagt, den kriegt jeder. Jo. Dann würde ich sagen, starten wir langsam am Wochenende, wa? Ich werde mir erstmal mein Shirt durchwaschen. Mein Schlafshirt. Ich werde mit Pink färben. Bei meiner nächsten Pink-Färbung, ich habe nämlich mein Bettzeug, meine Spannbettlaken und alles. Die färbe ich immer alle pink, weil ich habe ja auch pinkes Schlafzimmer. Und dann wird es mit dir färbt. Genießt den Donnerstag.